Frankie D. Dragon, der Vater von Ruffy. Viele vermuten, dass 2024 endlich das Treffen stattfindet. Doch was wissen wir eigentlich über Monkey D. Dragon? Wir hatten jetzt den Kuma-Flashback, es gibt ein paar mehr Infos über ihn und ich werde euch heute alle Infos, die wir zu seiner Vergangenheit wissen, bis zum heutigen Tage zusammenfassen. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Die erste Info, die wir zu Monkey D. Dragon haben, ist schon sehr interessant. Zwar gibt es keine Infos über seine Kindheit oder sonstiges. Er ist ja der Sohn von Monkey D. Garb, der Held der Marine so. Ob jetzt Dragon vielleicht auch innerhalb der Marine als Kind schon so groß geworden ist, weil wir wissen auch nichts über Garbs Frau, beziehungsweise was ist mit der Mutter von Monkey D. Dragon, was ist damit passiert so. Wir haben nie irgendwelche Infos dazu bekommen. Das ewige Thema an One Piece mit den Müttern so und auch bei Monkey D. Dragon genau das gleiche. Deswegen gibt es dazu keine Info. Monkey D. Dragon war aber selber Marinesoldat. Die Info ist bekannt neuerdings seit dem Kuma-Flashback. Das war eine Theorie, wir haben uns das schon immer gedacht und er lernte auch innerhalb der Marine dann kennen, laut eigener Aussage, dass es innerhalb der Marine keine einzige Gerechtigkeit gibt, also niemand davon, weshalb er sich dann der Marine und der Weltregierung direkt abgewendet hat. Was und in welchem Beispiel er das herausgefunden hat, ich kann mir vorstellen, wir haben es ja nicht genau gesehen, ich habe immer gedacht, okay, vielleicht sehen wir einen 17-jährigen jungen Monkey D. Dragon als Marinesoldat beim God Valley Flashback auf der Insel, wie er dort mitbekommt, dass die Weltregierung die ganzen Terrorbito oder irgendwelche Zivilisten jagen und danach Punkte kriegen und sowas. Ich habe gedacht, er war dabei, weil wie gesagt, Garb auch da hingerufen wurde und sowas und ich hätte mir gewünscht, so einen kleinen Shot von ihm, wie er da in so einer Marinesoldatenausrüstung irgendwie daneben steht oder sowas, aber wie gesagt, der Flashback wurde auch noch nicht komplett gezeigt, vielleicht war er ja da. Das wäre auf jeden Fall ein Beispiel, aber es gibt unzählige Beispiele, die er gesehen haben könnte, um zu erkennen, dass die Marine, die Weltregierung nicht die wahre Gerechtigkeit ist. Dann wurde er aber erstmal zu einem Freiheitskämpfer, noch nicht die Revolutionsarmee, die wurde noch nicht gegründet, erstmal war er ein Freiheitskämpfer. Er war dann eines Tages auch der Anführer dieser Freiheitskämpfer, es ist nicht bekannt, ob er direkt die gegründet hat und dann der Anführer war und nur Leute gesammelt hat oder ob er aufgestiegen ist da und ob sie schon gab, das weiß man alles nicht. Die waren halt vor über 25 Jahren aktiv und es wurde halt schon in der Zeitung über Dragon berichtet und seine ganzen Taten als Freiheitskämpfer, was ja Kuma dann auch gesehen hat und er hat sie dann ja als Helden betitelt, die Freiheitskämpfer und auch Dragon schon dort gesehen und bewundert. Das war ja noch vor der Hinrichtung von Goldie Roger. Bei der Hinrichtung von Goldie Roger war ja Dragon auch anwesend. Das haben wir gesehen, das wurde ja sogar in der Live-Action-Serie auf Netflix gezeigt. Sneaky war er da in seinem grünen Mantel, haben sie sogar daran gedacht und es war halt auch in echt so, wir haben die Hinrichtung schon öfter gesehen. Und er war da anwesend. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Tattoo im Gesicht und auch zu seiner Zeit als Freiheitskämpfer natürlich noch nicht. Deswegen ist die Frage immer noch mit seinem Tattoo, was hat es damit auf sich? Ist das ein Brandeisenmal im Gesicht und er ist der, der vom Feuer gezeichnet ist, so weil sein Körper vielleicht von Brandeisen irgendwo übersät ist und das ist noch ein bisschen was im Gesicht oder sowas? Hat es mit seiner Kraft zu tun, mit seiner Teufelskraft womöglich oder ist es einfach nur Style? Wovon ich nicht ausgehe, dass es nur Style ist. So, und dann kam der Buster Call of O'Hara, wo ja Robin auch geflohen ist, wo Kleeblatt umgebracht wurde, wo komplett das ganze Wissen niedergebrannt wurde. Ihr kennt alle diesen Vorfall auf O'Hara. Und dort hat er sich ja getroffen mit Vegapunk. Vor 22 Jahren, also 2 Jahre nach der Hinrichtung von Roger, ist das Ganze passiert. Er war zu der Zeit noch der Anführer der Freiheitskämpfer. Das hat man auch so ein bisschen an seinem Design gesehen zu der Zeit. Er ist da hingereist einige Monate danach und hat halt dort noch den Professor Kleeblatt, den Verstorbenen, noch einen Blumenstrauß gebracht. Das wurde jetzt auch im neuen Opening gezeigt mit dem kleinen Shot, wie Vegapunk auch Blumen gebracht hat und Dragon und die beiden sich dann noch unterhalten haben. Und der hat ihm halt auch gesagt, dass die Riesen und Hakwati Sauro überlebt hat und noch diese ganzen Bücher und sowas, die im Wasser geworfen wurden, gerettet hat, nach Elbern gebracht hat. Deswegen, das Wissen ist nicht komplett weg. Und da hat Dragon schon geredet von, er will eine militärische Organisation aufbauen. Schon dort. Eine Armee will er aufbauen, die in der Lage ist, die Weltregierung zu zerstören. Außerdem will Dragon immer noch, dass Professor Kleeblatts Tod nicht umsonst war und der Wille von O'Hara nicht verloren geht. Und er will die Welt verändern. Und noch in diesem Jahr haben sie halt Kuma getroffen im Sorbet-Königreich, im South Blue und haben dort diesen verrückten König, der immer wieder gekommen ist. Den haben sie ja erstmal zurückgeschlagen. Und so haben sie ja ein paar Leute rekrutiert, wie jetzt Kuma oder Genie. So, und mit Kuma dann rekrutiert Ivankov, der ja auch schon zu den Freiheitskämpfern gehörte, und Dragon, das waren die 3 Säulen, die letztendlich dann die Revos gegründet haben. So, und dann ist schon fast das Geschehen, dass er Ruffy gezeugt haben muss, mit einer unbekannten Frau. Wir kennen die Mutter von Monkey D. Ruffy nicht. Kurz war letztens im Gespräch, dass es Genie gewesen sein könnte, das ist aber kompletter Quatsch, das ist die Mutter von Bonnie. Ich habe aber auch eine kurze Zeit daran geglaubt, weil, wie gesagt, Genie mit der Fleischkeule und so und sie dann später zu den Revos gehörte. Ich habe gedacht, das könnte sein. Und Ruffy hat halt Dragon nie kennengelernt. In keiner Phase seines Lebens, wie es scheint. Zumindest
nicht in den Jahren, wo er sich schon dran erinnern kann. Ob er jetzt vielleicht mit 1 oder mit 2, wo er noch nicht richtig Erinnerungen hat, so als Kind, als Baby, ob er da vielleicht bei Dragon noch war oder sowas, das ist halt nicht ganz klar. Aber er kann sich halt nicht an Dragon erinnern. Und Ruffy wusste ja auch bis Water 7 gar nicht von Dragon. So, und dann die Geschichte von Dragon, die jetzt noch zuvor war, ist halt ganz präsent noch im Königreich Goa gewesen. Wir wissen auch neuerdings, dass Kuma schon als jüngerer Kerl damals schon, also im Windmühlendorf war, wo Ruffy noch nicht mal losgesegelt ist, noch nicht mal Zoro kennengelernt hat. Dort hat Kuma ihn schon beobachtet damals, wie er da mit Gummieigenschaften trainiert und so. Und er hat mit Dragon auch drüber geredet so, ob das ein Junge ist und sowas, ob er ihn kennt. Und Dragon hat halt direkt so enthüllt, dass es sein Sohn ist. Will aber nicht darüber reden und will auch nicht, dass jemand das weiß, so dass das sein Sohn ist. Vor 12 Jahren jetzt zurückgerechnet, hat er ja auch Sabo gerettet, der da von dem Tenryubito abgeknallt wurde eigentlich. Den hat er noch gerettet, rekrutiert. Und Sabo ist jetzt, wie gesagt, auch der Flammenkaiser, die rechte Hand von Dragon. So, vor 8 Jahren gab es ja schon eine Reverie. Die erste Reverie, die wir jemals gesehen haben, die Weltkonferenz 1516, so wird sie genannt. Und dort war Dragon, Monkey D. Dragon, auch schon mal so gezeigt worden als Problem. Da haben einige vor Dragon gewarnt, so aus dem Königreich natürlich. Dann nochmal 4 Jahre weiter, also jetzt vor 4 Jahren, war die Zeit, wo Kuma schon fast ein Cyborg war, wo er Bonnie nicht mehr treffen durfte. Das war schon die Zeit, wo er hin und her gesegelt ist, um irgendwelche Inseln zu besuchen. Dort hat er auch nochmal die Revos getroffen, kurz mit Dragon nochmal geschnackt. Dragon hat nur gesagt, die Ivankov und Inazuma sind gefangen genommen worden, die waren ja dann in Impel Down. In der Zeit sind sie auch nach Impel Down gekommen, also Ivankov und Inazuma, die zwei, die ja Ruffy auch in Impel Down getroffen hat, die waren da dann schon mindestens 4 Jahre im Gefängnis so, ohne dass Dragon mal irgendwie daran gedacht hat, die zu befreien. Denen ging es da auch gut, wahrscheinlich haben die auch nach außen hin kommuniziert mit Dragon, sodass da drin alles cool ist und alles gut ist. Aber schon ein bisschen komisch. Und ansonsten sind halt die Taten von Monkey D. Dragon schon sehr dünn in One Piece gesät. Er selber war halt nicht groß involviert. Es gab ja noch die Reverie, wo jetzt auch die Kommandanten gekämpft haben mit Sabo und so. Und da war ja das große Cobra Sabo, Imsama kämpft gegen sie und sowas. Dieser Vorfall, das war auch ziemlich krass, aber da war Dragon halt nicht mit involviert. Der Plan war ursprünglich auf der Reverie, den Tenryubito den Krieg zu erklären. Er ist aber nicht mitgekommen. Außerdem hat Bartholomeus Bär nochmal gesagt auf der Thriller Bark für sich selber in einem inneren Monolog. Also er hat gedacht, dass Dragon stolz auf seinen Sohn sein kann, dass er so gute Freunde gefunden hat, so. Oder Robin. Robin war zum Beispiel auch ja bei den Rebus während des Timeskips. Da haben wir auch keine Infos zu Dragon oder sonstiges. Die Hauptbasis der Rebus auf Baltigo Island, die immer im Verborgenen war. Es war in der Wüste einfach nur so ein komisches Steingebilde, wo die drin waren, wo sie sich jahrelang versteckt haben und stärker geworden sind und sowas. Und das wurde ja auch durch die Blackbeard-Piraten, durch den Angriff der Blackbeard-Piraten zerstört. Da haben wir aber auch noch nichts gesehen, was genau oder wie das genau da vorgefallen ist. Und auch, dass die Revolutionsarmee nichts gegen Blackbeard machen kann, obwohl auch die ganzen Kommandanten so von den Revus da waren so und trotzdem musste das zerstört werden, zurückgelassen werden. Das finde ich schon sehr krass. Und dann haben sie sich einfach im Kamabaka-Königreich niedergelassen, bei Ivankov. Und da sind sie bis heute. Und da sehen wir Dragon jedes Mal sitzen, mit Schweißperlen auf der Stirn, wie er auf irgendwelche News reagiert. Zuletzt ist ja Kuma da abgehauen und Dragon ist anwesend und weiß nicht genau, wo er hin ist und alles so. Deswegen, bis jetzt hat Dragon wirklich nicht viel gemacht. Er hat halt bei Lockdown damals Ruffy gerettet. Das war ein Move, den er noch gemacht hat. Im Goa-Königreich hat er auch damals einen kleinen Move gemacht. Und er war halt auch im Shimotsuki Village bei Zoro damals. Aber es wirkt bis jetzt so, dass Dragon immer noch seit gefühlt Jahrzehnten Sachen vorbereitet, eher im Verborgenen bleibt, aber trotzdem deswegen immer noch der meistgesuchteste Mann in One Piece ist, was eigentlich bedeutet, er müsste das höchste Kopfgeld aus ganz One Piece haben. Vielleicht nicht von den bereits verstorbenen Charakteren, das ist nicht mit inbegriffen, aber von den bis jetzt lebenden Charakteren noch, müsste er safe das höchste haben. Also mindestens so circa über 5 Milliarden Berry Kopfgeld, was schon sehr, sehr krass ist natürlich. Für einen Mann, der nicht viel gemacht hat so mäßig. Es ist nur bekannt, dass er die größte Armee anführt gegen die Weltregierung so. Aber er hat ja selber gesagt, dass der Kampf, der wirkliche Krieg gegen die Weltregierung erst anfängt, wenn die Holy Knights involviert sind. Und die sind jetzt involviert. Das hat Dragon selber gesagt. Und deswegen habe ich auch so große Erwartungen jetzt auf die nächsten Jahre, auf 2024, dieses Jahr jetzt, dass wir da schon irgendwo auf der Welt Einsätze der Holy Knights sehen und dann vielleicht sogar auch die Revos, vielleicht sogar Dragon höchstpersönlich mit involviert und wir vielleicht wirklich die Enthüllung irgendwann jetzt demnächst mal kriegen, was für eine Fähigkeit der circa hat so. Ist es die Luft, Wind, Wetter, Logia oder was hat er genau? Die Kraft von Uranus so und das hat mit seinem Tattoo doch irgendwas zu tun. Wir werden es bald erfahren. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, tschüss. Euer Theo.